Genau. Wir können anfangen, sehe ich. Wunderbar. Wir haben 1 Minute 40 nach 15 Uhr. Das ist ja schon sehr pünktlich. Freue ich mich, euch alle hier zur 21. Gulasch-Programmiernacht begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Bevor wir mit dem ganzen spaßigen Teil anfangen, gibt es noch eine bisschen ernstere Nachricht, und das möchte euch jetzt Matronus sagen. Ja, also, ihr werdet hoffentlich viel erleben bei dieser GBN, viele Vorträge, vielleicht draußen auf der Lava-Wiese rumsitzen werden. Ich weiß, was die Geschichte ist, fragt gerne rum, was ist die Geschichte hinter der Lava-Wiese. Und eine der Personen, die das möglich gemacht haben, dass die GBN das ist, was sie ist, und dass der Entropia das ist, was er ist, und nicht zuletzt, dass ich auch Entropia selber bin und aus Versehen in die Vorstand geworden bin, ist Niki Tase, den wir leider letztes Jahr verloren haben. War das dieses Jahr? Ich weiß nicht mehr. Das ist alles, Zeit ist ein relativer Faktor bei vielen in einer GBN. Und ich möchte euch bitten, also es soll keine Trauerfeier werden, das wäre absolut nicht in seinem Sinne. Wenn ihr einen Schunk trinkt, trinkt einen auf ihn mit. Wenn ihr auf der Lava-Wiese seid, chillt eine Runde für ihn mit. Das würde ihn, glaube ich, am meisten freuen. Und genießt die Vorträge und genießt die GBN. Danke. Und das war's. Und ich glaube, wenn man MediaCCC auf dem Fire TV schaut, dann ist das auch die App, die er geschrieben hat. Also ganz stark involviert. Vielen Dank auch nochmal dafür. Dann frage ich mal, wer war noch nie auf der GBN? Das ist gut, weil ihr wisst alle nicht, dass das hier total nutzlos ist. Die kommen dann nächstes Jahr nicht mehr. Aber dann kann ich jedes Jahr die gleichen Witze erzählen. Ist auch gut. Wer war denn schon 5-mal auf der GBN? Ja, also. Ja, exakt 5. Entschuldigung. Das war ich. Aber die GBN gibt schon ein bisschen länger. Der 21. Ausführung der GBN zeigt schon eine lange Entwicklung. Und traditionell schaut man mal ein bisschen zurück. Und zwar nämlich zur allerersten GBN, die im Keller im Gewerbehof stattgefunden hat. Da gab es schon Flachbildschirme. Aber es gibt auch sehr viele Bilder mit Röhrenmonitoren, und es gibt irgendwie sehr appetitliche Bilder von Gulaschkochen mit PC-Komponenten im Kopf. Also über den Kopf ist das sehr weird, aber wir sind Hacker, das alles okay. Das war die erste GBN. Es hat sich sehr, sehr entwickelt. Es ist vielleicht auch ein bisschen runter geworden im Vergleich zu damals. So sah es letztes Jahr aus. Und wir sind eigentlich alle sehr stolz, dass das sich so entwickelt. Und wir freuen uns auch, dass ihr immer wieder da seid. Ja. So, bevor wir zu dem Teil kommen, was passiert, erzählen wir vielleicht kurz, wo ihr seid. Wir sind zu Gast in der AfG und ZGM. Das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt im Vergleich zu vielen anderen Chaos-Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Kongress oder anderen kleinen Events, wo man sehr exklusiv in einer Location ist. Ihr habt es gemerkt, ihr müsst kein Ticket vorzeigen, ihr müsst nicht zahlen, das wird jetzt kontrolliert, es gibt kein Bändchen. Entsprechend, wir sind in einem Gebäude, das auch durch andere genutzt wird. Es gibt die Hochschule für Gestaltung, das AfG, und das Zentrum für Kunst und Medien. Also das eine ist eine Hochschule im Bereich Medienkunst, das andere ist eine Forschungseinrichtung, ein Museum, eine allgemeine Institution zum Thema Medienkunst. Und ich glaube, an vielen Stellen gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie man arbeitet. Ich sage immer, Hacken ist ein kreativer Prozess, bei dem es darum geht, zu einem neuen Erkenntnis zu kommen, und das ist ja auch das, was Künstler in irgendeiner Art und Weise machen. Insofern sind wir hier nicht nur zu Hause, weil es irgendwie coole Räume gibt, sondern weil es auch coole Leute und coole Ideen gibt. Die Ausstellung Lichthof 1, 2 ist auch offen, da könnt ihr auch hingehen, euch die mal anschauen. Und ansonsten kann ich euch natürlich auch einladen, jederzeit wieder das ZGM zu besuchen. Disclaimer, ich arbeite hier. Aber es ist wirklich ein Besuch wert. Genau, wir sind seit 2008 zu Gast.
und freuen uns auch, dass, dass beide Häuser uns so weit entgegenkommen, dass wir diese Veranstaltung auch so durchführen können, wie sie stattfindet. Ihr habt vielleicht gemerkt, die GPN ist an vielen Stellen anders wie andere Chaos-Veranstaltungen. Das ist, weil wir sie anders machen wollen, aber das ist auch, weil wir sie anders machen können. Das Gebäude wurde im Ersten Weltkrieg gebaut, im Zweiten Weltkrieg mit, ich glaube, 18.000 Zwangsarbeitern als Waffenfabrik eingesetzt, war später ein Industriegebäude und letztendlich später von Künstlern besetzt und dann hier mit zwei Kunst- und Kulturinstitutionen beziehungsweise mit der Städtischen Galerie jetzt in die heutige Form gebracht. Das Gebäude ist sehr alt, über 100 Jahre, steht unter Denkmalschutz. Es hat 100 Jahre und mindestens einen ganzen Weltkrieg ausgehalten. Es wäre schön, wenn es auch die GPN überlebt. Bitte seid ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, wir sind zu Gast, wir sind nicht alleine. Es gibt auch andere Menschen, andere Kunstwerke, andere Techniken. Und wenn ihr etwas hacken wollt, dann hackt es vielleicht bitte nur auf der GPN und nur die Sachen, die euch oder euren Kumpels, Freunden oder wie auch immer gehören. Denn letztendlich ist das irgendwie uncool, wenn man bei Leuten zu Gast ist und dann deren Shit hackt. Ja, das kommt nicht so gut an und das wollen wir eigentlich verhindern. Genau. Zu dem guten Zusammensein haben wir, ich glaube, zum ersten Mal ja, einen Code of Conduct, den könnt ihr hier durchlesen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für eine gute Veranstaltung, die auch immer wächst. Es kommen immer mehr Menschen, die alle sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse oder Ausdrucksformen haben. Wir wollen einen Platz für einen offenen Platz geben, aber auch natürlich keinen ungeschützten Platz. Jeder soll sich hier wohlfühlen können. Und dafür haben wir in langer Vorbereitung auch diesen Code of Conduct geschrieben. Dazu gibt es auch ein Care-Team oder Awareness-Team. Das heißt Care, die tragen so grüne Ausweise. Die könnt ihr auch, glaube ich, mit Care auf dem Telefon erreichen. Und meine Bitte ist, dass wenn es irgendwelche Probleme gibt, wo ihr vielleicht nicht weiter wisst, zwischenmenschliche Probleme oder auch andere, dann könnt ihr da anrufen. Da gibt es auch richtige Profis, wenn es um Probleme oder Konfliktlösungen geht. Ihr seid nicht alleine und es gibt immer jemand rund um die Uhr, der auch für euch da ist. Zuletzt geht es auch um eure Gesundheit. Es geht um Essen, Trinken, Duschen und Schlafen. Das ist alles gleichermaßen wichtig. Trinken bezieht sich jetzt mehr aufs Wasser. Ihr habt vielleicht gesehen in der Wettervorhersage, dass es bis zu 30 Grad werden soll. Es ist also GPN ist cool und bis um 4 Uhr morgens irgendwie Dinge basteln ist auch cool, aber wenn man danach irgendwie eine Woche lang kaputt zu Hause liegt, also ich kann das nicht mehr machen. die GPN kommt jedes Jahr wieder, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt eh nicht alles mitnehmen, also irgendwann ist auch Zeit für Schlafen oder Essen und Trinken. Also ich weiß nicht, diese 6-2-1-Regel, 6 Stunden schlafen, 2 Mahlzeiten, einmal duschen. Ich weiß es selber nicht genau, ich muss immer drüber nachdenken. Pro Tag, danke für den Hinweis. Gilt natürlich hier auch. Und zum Thema gesund bleiben, ich muss jetzt nicht wieder anfangen, über Corona zu reden. Ich hoffe, ihr habt das alle mitgekriegt. Wir appellieren an euch natürlich im Grunde, wenn ihr euch krank fühlt, wenn ihr krank seid, bleibt bitte zu Hause. Wenn ihr auf die GPN kommt, kommt bitte nur, wenn ihr euch auch gesund fühlt. Ja? Und das betrifft Corona, Testen, Husten, was auch immer, betrifft aber auch alle anderen Krankheiten. Ja? Die gibt es nämlich auch. Also so Sachen wie Hände waschen oder wie auch immer. Also ich muss das, glaube ich, nicht weiter ausführen. Bitte bleibt einfach zu Hause, wenn ihr nicht gesund seid. So. Was gibt es denn noch? Jetzt haben wir schon irgendwie ganz viel gesagt, was wir alles wünschen und was alles erwartet wird. Aber ihr habt ja bestimmt auch ganz viele Erwartungen und es ist die Frage, was es jetzt alles gibt. Das ist eine nicht autoritative Liste. Es gibt noch mehr. Ich habe auch mal ein paar Wörter zusammengefasst. Es gibt eine coole Lounge. So, habt ihr die Animation gesehen? Kann ich es nochmal machen? Danke. Ja, da soll mal jemand sagen, Hacker können kein Design. Naja, es gibt eine Lounge, da gibt es irgendwie coole Beats und Visuals, die findet ihr da drüben im großen Studio. Das ist dieser graue Würfel. Ich glaube, es fängt irgendwie abends an und geht bis nachts, 3 Uhr morgens oder so. Könnt ihr auf jeden Fall viel Spaß haben. Es gibt natürlich auch wieder Waffeln, es gibt Cocktails, es gibt einen Fahrplan, der sich kontinuierlich weiterentwickelt, aber es gibt, ich glaube, mindestens 150 Vorträge.
Ja, okay. Danke. Vielen Dank. Ja. Ah. Ja, ich, wer letztes Jahr dabei war, erinnert sich vielleicht an den Donut-Incident. Ich bin auch schon. Ja, danke. Und ich sehe, ihr achtet auf meine Linie und jetzt gibt es eher sowas zum Sport und Schwimmen machen. Das finde ich cool. Aber das sind ja sogar in Donut-Farben. Ist das nicht cool? Also das heben wir für später auf, da gibt es dann noch eine spezielle Aktion mit. Passe ich da rein? Weiß ich nicht. Ach so, andersrum. So, zur Würdigung dieser Aktion werde ich diese Folie so weiterreden. Sieht man das noch im Stream? Das soll auch irgendwie jeder mit erwarten. Genau, es gibt einen Fahrplan. Da stehen, glaube ich, 150 Events oder mehr drin, Workshops und alles Mögliche. Es gibt auch lecker Frühstück ab 10 Uhr. Hoffentlich ist das nicht zu früh für euch. Jedenfalls, ich finde das immer lustig, die Bäckerei ist immer, die sind sehr lieb und die freuen sich immer, wenn man 1800 Brötchen bestellt. Es führt immer zu großer Verwirrung, weil ich muss das dann in der Filiale bezahlen und dann stehe ich in der Schlange und hinter mir irgendwie 8 Leute. Und dann sagt die, ich bestelle das ja vor, und dann sagt er in der Kasse, ja, macht 1180 Euro bitte. Und dann sage ich so, ich hätte noch einen Cappuccino dazu. Und dann, also, geht aufs Haus, das stimmt sogar wirklich. Also ich krieg den, das darf ich jetzt nicht sagen. Ja, also GPN passieren immer sehr lustige Dinge. Es gibt natürlich auch, das weiß ich gar nicht genau, Streams. Das wisst ihr, aber alle, die im Stream schauen, wissen es hoffentlich auch. Workshops haben wir schon gesagt. Es gibt ganz viele Fragen und Antworten. Es gibt nicht nur Cocktails, sondern auch Premium-Cocktails. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Lieferung an Hibiskusblüten und absurde, was war es, Mandarinenlikör. Also da gibt es super spannende Dinge, die sind ein bisschen teurer wie die normalen Cocktails, weil da auch teurere Zutaten drin sind, schmecken aber sehr lecker, gibt auch an der Bar. Gibt natürlich auch Gulasch. Ich glaube, morgen gibt es kein Gulasch, sondern ein anderes Gericht. Habe ich wieder vergessen. Ist egal, schmeckt trotzdem lecker. Feedback gibt es auch, dazu sage ich gleich noch was. Und natürlich Hacken. Und all das ist ganz einfach, müsst ihr euch nicht merken, findet ihr auf gulas.ch. So, das könnt ihr euch einspeichern. Ich gehe mal dieses Ding. Sehr gut. Ja, wir sind so cool, wir haben sogar eigene Mateflaschen, das habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen. Gibt es von Flora Mate, vielen Dank, mit Custom Logo. So, jetzt habt ihr euch vielleicht gedacht, oh, ist alles cool, aber wie funktioniert das eigentlich alles? Muss ja auch irgendwie gemacht werden. Auf der Veranstaltung gibt es ganz viele Trolle, auf anderen Events gibt es Engel, Metropia waren es schon immer Trolle. Und die trollen ganz viel. Und wer hier hat denn jetzt schon einen Troll-Schicht-Account? Hände heben. Sehr gut. Ihr dürft dann nachher früher gehen. Es gibt aber noch mehr. Und zwar nämlich, wenn ihr trollen wollt, könnt ihr diesen QR-Code einscannen und dann kommt ihr auf die Trollen-Webseite. Und vielleicht wollt ihr das kurz machen? Ihr seid viel zu schlau. Ihr habt gemerkt, dass es vielleicht doch ein Troll war. Aber jedenfalls, ihr könnt auf trollen.jetzt, könnt ihr jetzt anfangen zu trollen. Es gibt sehr viele Trollschichten, es gibt sehr spannende Trollschichten. Trollen verbindet, ihr werdet coole Leute kennenlernen bei irgendwelchen absurden Aktionen. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwo ein Beispiel? Was war der lustigste Trollschicht? Ja, sowas zum Beispiel, das ist bestimmt eine Trollschicht. Naja, okay, gut. Also den Obelix mit irgendwelchen Ringen bewerfen ist eine Trollschicht. Genau, aber ganz im Ernst, bitte helft mit, weil wir sonst funktioniert nichts. Ja, das ist ganz einfach. Helfen ist natürlich eine Sache, aber nur mit Wollen und Helfen passiert nicht alles, deswegen brauchen wir auch ein bisschen Geld. Wie am Anfang schon gesagt, ihr habt gemerkt, ihr könnt hier einfach reinlaufen, ihr könnt auch einfach gehen, wann ihr wollt, ihr könnt sogar zweimal kommen und dreimal und nächstes Jahr und wie auch immer. Und ihr müsst dafür nichts bezahlen. Ihr könnt dafür etwas bezahlen. Und an anderen Stellen sagt man ja pay what you want und wir sagen lieber pay what you can. Es ist
sehr wichtig, weil es geht natürlich, jeder von uns hat unterschiedliche finanzielle Mittel und wenn ihr ein bisschen mehr bezahlt, dann finanziert ihr sozusagen die GPN für jemand anders, der nicht so viel Geld hat. Ich muss es sicherlich nicht erwähnen, wie viele andere Veranstaltungen kosten, sei es aus dem Chaos-Umfeld oder woanders. Das soll überhaupt kein Diss sein. Veranstaltungen sind teuer. Unsere Veranstaltung ist auch nicht sehr günstig. Aber wir haben auch dank ZGM und HFG die Möglichkeit, so etwas ohne Eintritt euch zu bieten. Und deswegen appellieren wir natürlich auch zu spenden. Ihr könnt, es gibt eine Spendenempfehlung. In einer früheren E-Mail stand wohl 30 Euro. Das ist dem Chaos geschuldet, dass wir aus Versehen 30 geschrieben haben, wo wir 42 meinten. Genau, mit 42 Euro deckt ihr so ein bisschen, das ist zudem eine lustige Zahl, deckt ihr so ein bisschen das, was wir an Kosten haben für euch von Dingen wie Müllabfuhr, Putzfirma, LKWs mieten, Gebäudemiete muss man auch ein bisschen bezahlen. Ja? Also es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach ausgeben müssen und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und es ist wirklich, ohne diese Spende funktioniert das einfach nicht. Ja, und wir wollen auch absolut nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man sagen muss, nee, es geht nur noch mit Eintritt verlangen, weil letztendlich ist die GPN auch die, wo man als Neuling oder neuer heranwachsender Hacker, Hexe oder hackende Person dazukommen kann, da kann man einfach vorbeikommen. Ja, man muss sich nicht lange in den Tickets anstellen und darauf sind wir auch sehr, sehr stolz und das funktioniert aber wirklich nur, wenn ihr etwas spendet. Spenden könnt ihr, ich habe hier keinen... Ihr hättet den Spenden-QR-Code reinmachen können, den hättet ihr aber auch nicht eingescannt. Spenden könnt ihr am Infodesk, ihr könnt auch Spenden überweisen auf unser Bankkonto. Ihr könnt auch, ich glaube, ab 250 Euro eine qualifizierende Spendenbescheinigung erhalten. Wie gesagt, ihr könnt auch 420 Euro oder 4200 Euro spenden, kommt auch alles vor. Wir freuen uns darauf und aus euren Spenden entsteht dann so ein Event. Genau. Das war erstmal, ich will auch nicht so viel reden, weil draußen passieren sehr spannende Dinge. Und deswegen gehen wir mal zu dem Fragenteil über. Und ich würde sagen, jeder, der eine coole Frage stellt oder eine Frage allgemein, kriegt so einen Ring. Letztes Jahr haben wir auch Donuts verteilt. Ich weiß nicht, oh, jetzt habe ich gar nicht die Technik gefragt, ob wir ein Saalmikrofon haben. Ja. Ein Moment. Es gibt auch Merchandise, korrekt, gute Frage. Test 1, 2. Also Merchandise gibt es ab nachher. Ihr konntet das ja alle vorreservieren. Diese Reservierung wird quasi gehalten bis am Samstagmittag. Samstagmittag müsst ihr es abgeholt haben, ansonsten darf es jeder abholen. Ja, das ist so ein bisschen der Clou. Das ist so viel zum Merchandise. Ja. Kann man hier in der Nähe irgendwo schwimmen gehen? Schwimmen gehen? Ja, also im Rhein würde ich jetzt nicht unbedingt schwimmen. Aber es gibt, glaube ich, einen Weingarten im Baggersee, es gibt den Äpfelsee bei der Messe, das ist so. Es gibt natürlich auch das Europabad, also wenn du einen Baggersee willst, es gibt diesen so 15 bis 20 Minuten im Fahrrad. Es gibt in Karlsruhe, wenn du 50 Meter Bahn schwimmen willst, das Fächerbad, da kannst du richtig Sport machen. Oder wenn du Lust auf Spaß hast, dann ins Europabad, da gibt es auch eine Sauna. Hi, danke für für das Mikro. Nochmal bitte. Weißt du inzwischen, was es morgen zu essen gibt? Morgen Abend? Morgen gibt's Tajin. Es war mal, also es ist auch irgendetwas, was man in großen Mengen kochen kann. Was man zur Küche dazu sagen muss noch, ist, das Gulasch ist, sie ist mindestens vegetarisch, die Küche. Wenn nicht gar komplett vegan. Vegan. Sie ist sogar komplett vegan, Entschuldigung. Das Gulasch ist vegan. Das Gulasch ist vegan, aber nicht alles in der Küche ist vegan. Also mindestens vegetarisch. Es ist auch alles ausgeschildert, Allergene und so weiter und so fort. Könnt ihr euch einfach informieren. Werden manche Workshops auch in irgendeiner Weise aufgezeichnet oder muss ich bis nächstes Jahr warten, wenn ich mich zwischen zwei entscheiden muss? Also Workshops werden nicht aufgezeichnet. Es gibt nur drei Räume, die gestreamt werden. Das ist der Vortragssaal und der blaue Salon. Also mehr können wir leider nicht aufzeichnen. Und ihr könnt euch eure Donuts noch holen, nachher vielleicht. Ja. Wer ist Yves Entropia? Yves Entropia ist, weiß ich nicht.
Yves Entropia ist so ein bisschen der Geist des Entropias. Da muss man natürlich auch sagen, ich stehe jetzt hier allein auf der Bühne und präsentiere die GPN, aber da stehen noch ganz, ganz viele andere dahinter, die nicht nur trollen, sondern die das ganze Jahr über irgendwie sich mit Finanzen herumschlagen oder T-Shirts im Voraus bestellen, die da an die falsche Adresse geliefert werden und so diese ganzen Kleinigkeiten machen. Also für uns, andere Hackerspaces haben andere Projekte, unser Hackerspace hat dieses Projekt. Alle anderen Projekte kommen da meistens immer zu kurz, weil dann immer GPN ist und die Leute danach 4 Wochen ausschlafen müssen. Aber Eventropia steht sozusagen für alle anderen, die jetzt hier gar nicht draufpassen. Also ich glaube, in der Orga sind 50 Leute, die 50, 70 Leute, die sich wirklich so als Teamleiter oder wie auch immer einbringen. Und die sind auch alle mit Eventropia mitgemeint. Es sind gibt keine die Donuts mehr, aber ihr könnt noch einen. Ja? Sind die T-Shirts dann ab heute wie letztes Jahr erst ab morgen verfügbar? Boah, immer diese Fragen, ey. Frag das Infodesk? Also am besten am Infodesk fragen. Ich glaube, die sind gerade am Sortieren. Merch gibt es erst morgen, ja. Danke. Gibt es Empfehlungen für Neulinge? Also ich sage immer gerne, ab 18 Uhr brummt es am meisten abends. Die Frage war ja immer, vielleicht so die Empfehlung, was braucht man denn, um auf der GPN zu sein? Und Felix, der jetzt in den USA wohnt, hat mal gesagt, ich glaube, man braucht ein Handtuch, eine Zahnbürste und ein Projekt. Ja? Also es geht darum, ihr könnt natürlich hier rumlaufen und irgendwie coole Projekte anschauen, aber am coolsten ist, wenn ihr auch selber was zu erzählen habt. Und die Leute, die hier auf der Bühne stehen, die erzählen es eigentlich nicht, weil ihr es hören wollt, sondern die erzählen, weil sie davon erzählen möchten. Ja? Und wenn ihr in den Vortrag geht, dann steht da ein Referent, der etwas erzählt, was ihm wichtig ist, was ihm Spaß macht und will das sozusagen mit euch teilen. Und da kann ich einfach nur empfehlen, sich darauf einzulassen und einfach ins Gespräch zu kommen. Die Leute sind cool drauf. Man kann eigentlich jeden anquatschen oder jeder anquatschen. Das ist, die GPN ist sehr offen und da einfach hineintauchen sozusagen. Aber jetzt eine spezielle Workshop-Empfehlung oder Vortrag-Empfehlung will ich gar nicht aussprechen, weil die Beliebten, die sind dann immer sofort überlaufen. Aber schaut euch einfach ein Programm an, was euch gefällt. Und Trollen. Und Trollen könnt ihr natürlich auch, ja. Am besten eine Küchenschicht und irgendwie Zwiebeln schneiden. Klingt jetzt irgendwie super anstrengend, aber ich glaube, die Küche hat sogar einen eigenen DJ. Also ihr werdet sehen, da gibt es ganz, ganz viele versteckte, lustige Perks, die ihr freischalten könnt, wenn ihr das erlebt. Und genau, also ihr könnt auch irgendwie draußen Spaß haben, setzt euch auf die Wiese, genießt das coole Wetter, trinkt genug, ist auch wichtig, und seid vor allem alle ganz nett zueinander. Ich sehe, ich habe alle Fragen beantwortet. Sehr gut. Dann noch allgemein zum Thema Fragen und zum Thema Feedback, das möchte ich vielleicht damit abschließen. Wenn euch etwas nicht gefällt oder wenn ihr gerne etwas anders hättet oder wenn ihr der Meinung seid, es soll anders sein oder wie auch immer, dann sagt es bitte sofort. Es gab eine Reihe von Feedback, die dann 3 Wochen später kamen und meinten, das Gulasch war zu salzig oder im Medientheater war die Klimaanlage zu stark eingestellt. Wenn das 3 Wochen nach dem Event kommt, dann können wir da nichts mehr machen. Und das hat garantiert auch jemand vergessen bis zum nächsten Mal. Weiterhin, wenn euch etwas nicht gefällt, nichts ist gesetzt, nichts ist Gott gegeben. Die Leute, das sind Trolle wie ihr, wie ich, jeder versucht irgendwie sein Bestes zu machen. Und man kann über vieles reden, man kann vielleicht sogar über alles reden. Wenn es ein Problem gibt, dann spricht man es an und dann löst man das Problem. Also wenn euch irgendwie, wenn euch was nicht passt, dann sprecht es einfach direkt an. Und vor allem hier vor Ort, ja, wenn ihr dann irgendwie nach Hause geht und woanders euch darüber beschwert, könnt ihr natürlich gerne machen, aber das hilft dem Event nicht. Ja. Es ist auch euer Event. Wir sagen gerne, auf der GPN gibt es keine Besucherinnen, ja, sondern es gibt nur Teilnehmerinnen, weil Besuchen ist einfach nur so passiv und Teilnehmen ist schon so ein bisschen aktiv. Und das bezieht sich auch auf Feedback. Ja. Ist sehr wichtig, damit wir auch wissen, was wir nächstes Mal besser machen können. Genau. Dann in dieser Hinsicht bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen eine frohe GPN und damit geht's los. Bis Sonntag, glaube 14 Uhr, ist der Closing Talk.
Vielleicht noch eine Erwähnung beim Sonntag, wenn ihr losfahrt oder wenn ihr eure Abreise plant. Ihr habt es vielleicht gemerkt, die Bahnen fahren nicht regulär. Es gibt irgendwelche, es soll auch ein Gulasch-Shuttle zum Hauptbahnhof geben. Es gibt irgendwie einen Ersatzfahrplan, also vielleicht ein bisschen mehr Puffer einplanen, um zum Bahnhof zu kommen. Aber vor allem, bevor ihr geht, ihr seid jetzt auch angekommen, es wäre auch cool, wenn ihr auch ein bisschen beim Abbau helft, weil sonst am Ende sind hier nur 70 Orga-Leute, die den ganzen Kram wieder zusammenräumen müssen. Also trollt am besten während der Veranstaltung und räumt hinter euch auf und dann wird das auch super cool. Danke sehr. Das ist meiner? Ja. Darf ich den behalten? Ja. Boah. Krass. Danke. Also ihr dürft gerne gehen, ihr müsst nicht sitzen bleiben. Danke sehr.